Herzlich willkommen zum heutigen Experimentalvideo. Heute werden wir uns wieder mal mit Sauerstoff beschäftigen. Sauerstoff ist ein Stoff, den wir brauchen, wenn wir Verbrennungen durchführen wollen, allgemein gesprochen. Und wir werden uns jetzt den Einfluss von sehr viel Sauerstoff auf eine sehr, sehr langsame Verbrennung anschauen. Viel Spaß beim kommenden Experiment. Für diesen Versuch benötigen wir ein handelsübliches Stück Holzkohle für den Grill. Dieses beginnt nach der Entzündung langsam zu glosen. Durch Zugabe von Sauerstoff entsteht jedoch ein wahrer Funkenregen und die Verbrennung wird beschleunigt. Weil es uns so gut gefallen hat, hier noch einmal in Nahaufnahme. Willkommen zurück vom Experiment. Schauen wir uns an, was hier jetzt genau passiert ist. Ich habe schon einmal die Reaktionsgleichung aufgeschrieben. Wir haben hier Kohle, in dem Fall einfach als Kohlenstoff dargestellt, mit Sauerstoff verbrannt und das Ganze ist zu CO2 geworden. Das ist jetzt an sich nichts besonders Kompliziertes, nichts besonders Spezielles, denn Kohlenstoff kann man prinzipiell immer verbrennen. Ihr kennt ja das, das war ein Stückchen Grillkohle, wie ihr es vielleicht zu Hause habt. Wenn man das in den Griller wirft und man zündet es an, dann glost es vor sich hin. Natürlich ist das Ganze eine Reaktion, das heißt, man kann die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion immer verändern und verändern kann man sie unter anderem dadurch, dass von einem der beiden Reaktionspartner sehr, sehr viel da ist. Und das Stück Kohlenstoff, das ist ja beschränkt, das sitzt ja da vor uns im Bildschirm herum und wird nicht mehr. Und der Sauerstoff, der ist ja eigentlich auch unbeschränkt. Habt ihr natürlich vollkommen recht, wir haben sehr viel Sauerstoff um uns herum, der ist unbeschränkt, aber die Luft hat ja nur ca. 20% Sauerstoff. Das heißt, die Geschwindigkeit der Reaktion ist dadurch beschränkt, wie schnell der Sauerstoff von der Umgebung nachgeliefert werden kann. Und die anderen 80% oder ca. 80% der Luft sind Stickstoff und Stickstoff hat die Angewohnheit, dass es Verbrennungen eher hemmt. Diese zwei Faktoren führen dazu, dass Kohle eher nur am Glosen ist, wenn wir sie anzünden. Uns Chemikern wird natürlich bei sowas recht schnell langweilig. Wir hätten das gerne ein bisschen schneller und ein bisschen feuriger. Was machen wir? Wir nehmen 100%igen Sauerstoff und leiten den zur Reaktion dazu. Ihr habt es vielleicht gesehen, im ersten Moment, wo wir das getan haben, ist das Ganze wahnsinnig abgegangen. Da gab es ein richtiges Funkenfeuerwerk. Liegt einfach daran, dass wir das sogenannte Gleichgewicht der Reaktion verschoben haben. Das heißt, wenn wir auf dieser Seite sehr viel dazugeben, dann entsteht viel mehr auf der rechten Seite. Wenn wir es auf der rechten Seite viel mehr dazugeben würden, wenn wir zum Beispiel mehrere Reaktionspartner haben, würden wir das Gleichgewicht nach links drücken. Ist aber im Endeffekt egal. Für euch ist nur wichtig, die zwei reagieren miteinander. Desto mehr wir davon zusammenhauen und desto höher die Konzentration ist, desto mehr Produkt bekommen wir raus. Und ihr alle habt diesen Prozess schon mal genützt, wenn ihr einen Griller zu Hause habt. Denn die meisten, wenn der Griller nicht so recht will, nehmen sich einen Föhn und blasen mit dem Föhn in den Griller hinein. Und da tut sie nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass schneller Sauerstoff zur Reaktion, zur Verbrennung dazugeliefert werden kann und diese chemische Reaktion, die Verbrennung von Kohle, schneller abläuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.